Ja, mit dieser 16. Folge von The Disappearance of Nagato Yuki-chan sind wir also am Ende von diesem Anime-Ableger des Spin-offs vom eigentlichen Haruhi Suzumiya no Yuzu, also von der Melancholie der Haruhi Suzumiya vom Franchise angekommen. Und tja, ich habe echt gemischte Gefühle, was jetzt eben die ganze Serie im Rückblick angeht, aber erstmal will ich noch kurz auf die 16. Folge natürlich zu sprechen kommen. Und ich finde, sie macht ein durchaus befriedigendes Ende. Also ich habe auch mal nachgeguckt im Vergleich zum Manga, der ja noch, wie ich bereits mehrfach erwähnt hatte, weitergeht. Geschaut, dass eben von den bis jetzt 8 Bänden des Manga mit dieser Anime-Serie jetzt 5 der Bände umgesetzt sind. Also bei Kapitel 37, 38 ungefähr. Ja, hört diese Serie auf und hat, denke ich, einen recht guten Punkt auch dafür gefunden, wo jetzt eben mit dieser Folge die Spannung zwischen Kyon und Nagato, die ja vorgeherrscht hatte, nachdem die andere Nagato die liebe Kyon gestanden hatte, diese Spannung, die da zwischen den beiden herrschte, wurde aufgelöst. Und ja, es geht ein bisschen weiter mit den Sommersemesterferien und den ganzen Plänen, die Haruhi so für alle erstellt hat, was gemacht werden soll. Und es ist schon relativ klischeebeladen, trotzdem die Folge da, das Ganze, diese Auflösung und naja, Kions mehr oder weniger indirekte Liebesrückantwort, Geständnis, auch wieder bei einem Sommerfestival, wo Nagato ein Yukata trägt und wo gerade Feuerwerk und dergleichen zu sehen ist. Ja, das hat man schon sehr oft in Romance-Serien gesehen, dass dann gerade so mit Feuerwerk im Hintergrund und bei einem Fest dann eben da Liebesgeständnisse gemacht worden sind oder zumindest Versuche unternommen worden sind, wo dann manchmal eben auch diverse äußere Faktoren da als dazwischen kommen und das Ganze irgendwie doch verhindern. Naja, also hat man schon sehr oft gesehen. Aber trotz dieser Klischee-Elemente, die sich in dieser Folge befanden, fand ich es zumindest als Kenner der Charaktere aus dem vorherigen und aus dem Original-Franchise doch relativ süß und angemessen, wie diese Folge jetzt die Serie beendet hat, auch wenn ich es immer noch ein bisschen schade finde, wie ich es, glaube ich, vor 2 oder 3 Folgen beim Folgenreview gesagt habe, dass letztendlich auf die ganze Serie betrachtet diese zweite Nagato Yuki notwendig zu wesen sein schien, um eben die Beziehung zwischen der eigentlich normalen Nagato Yuki und Kyon in diesem Spin-off voranzutreiben. Und ich hätte mir gewünscht, dass es tatsächlich letztendlich doch ein bisschen normaler vielleicht geblieben wäre von den Phänomenen, die auftauchen, auch in diesem Spin-off, da es sich ja eigentlich um die Welt handeln soll, wie sie entstanden ist nach dem Film The Disappearance of Haruhi Suzumiya, wo es ja keine übernatürlichen Kräfte gibt, keine Aliens, keine Espa, keine Leute aus der Zukunft und eben Haruhi als nicht, also Person mit nicht göttlichen Fähigkeiten und dergleichen und dann trotzdem so etwas wie eine ursprüngliche Alternativversion von Nagato Yuki, die der eben dem Alien Nagato Yuki ähnelt, doch aufgetaucht ist und ihrerseits dann eben hier die Story oder sagen wir mal das Voranschreiten der Beziehung zwischen Kyon und Nagato ein bisschen vorangetrieben hat, was auch sehr spät erst ja kam. Nachdem gerade zwischenzeitlich während der Serie ein paar Folgen gähnende Langeweile herrschte, auch bei mir, was selbst die vielen Anspielungen auf das Original-Franchise nicht unbedingt immer retten konnten. Visuell hat sich die Serie erstaunlicherweise gesteigert im Laufe der Zeit. Also, was ich so in der ersten Hälfte bemängelt habe, dass es logischerweise nicht Kyoto Animation Standardqualität ist und dass ich mich, dabei bleibe ich allerdings immer noch an diverse Charakter-Sachen nicht gewöhnt habe, auch nachdem ich es jetzt mal mit dem Manga verglichen habe. Wäre es besser, wenn sie noch ein bisschen näher am Manga, der auch deutlich verschieden ist von den Kyoto Animation Designs, aber immer noch irgendwie passender wirkt als das, was in der Anime-Umsetzung von dem Manga zu sehen war. Aber ansonsten hat es sich doch gesteigert, fand ich in der zweiten Hälfte. Es waren einige wirklich sehr wunderschön gezeichnete und auch zum Teil animierte Szenen zu sehen, wenn man mal vielleicht von den 2 CGI-Fahrzeugen in dieser Folge jetzt vielleicht absieht, in der 16., die da zwischenzeitlich mal zu sehen waren. Aber ansonsten durchaus optisch eine Steigerung merkbar. Und was mir auch insbesondere gut in dieser Folge erstaunlicherweise aufgefallen ist, was ich auch anfangs immer mal bemängelt habe, war die Verwendung der Hintergrundmusik, des BGM, der Background Music. Die hat mir in dieser Folge erstaunlich gut gefallen und hat auch dafür geholfen oder dabei mitgeholfen, dass ich diese eigentlich sehr klischeehaften oder sehr kitschigen Szenen, die in dieser 16. Folge auftauchten, doch etwas abgewinnen konnte, weil mich die Musik in die richtige Stimmung dafür gebracht hat, dass ich eben dann diesen Kitsch ertragen konnte oder dass ich dann eben in Kitschstimmung war, wenn man es so ausdrücken möchte. Und das halte ich dieser Folge und in dieser Folge der Verwendung der Hintergrundmusik auf jeden Fall zugute. Und daher bin ich jetzt,
Letztendlich mit einem relativ zufriedenen Gefühl gehe ich aus dieser Serie heraus und würde sie, denke ich, insgesamt mit 6 von 10 Punkten bewerten. Aber das sind zwei Pluspunkte, denke ich, als Kenner eben des Original-Franchises. Auch in dieser Folge fällt es ganz stark wieder auf, die Anspielungen zu den Endless Eight aus der zweiten Staffel des ursprünglichen Anime und logischerweise eben auch aus der Light Novel. Die Endless Eight ist sehr doll in dieser Folge wieder sichtbar, auch schon zwischendurch, als wir die Szene sehen, wo Kion und seine Schwester gerade beim Fernseher sitzen. Allerdings läuft da kein Baseballspiel, aber es kommt dann, ja, genau derselbe Dialog wie auch in den Endless Eight, als dann das Handy klingelt von Kion, wo seine Schwester sagt, Kion, dein Telefon klingelt, das weiß ich selber, und Haruhi ruft an und bestellt ihn, ohne dass er irgendwie die Chance hat, was zu sagen, ins Café, wo sie dann die weiteren Sommerpläne machen. Das ist ja im Prinzip fast 1:1 von den Endless Eight, außer dass im Fernsehen nicht das Baseballspiel läuft. Dachte ich mir, bis ich dann die Szene noch nach den Credits gesehen habe, als nämlich dann wirklich der absolut größte, sagen wir mal, die größte mögliche Anspielung auf die Endless Eight vonstatten geht, als eben eine ähnliche Szene oder eigentlich fast dieselbe Szene, diesmal mit dem Baseballspiel, wie man es aus den ursprünglichen Endless Eight kennt, tatsächlich stattfindet und auch das gewisse, was über die Sommersemesterferien vergessen worden ist, zu machen, dann eine sehr gewichtige Rolle hinten raus noch spielt, was ich dann angesichts der sehr vielen Anspielungen, die es sowohl auf den Film als auch auf die erste Serie und insbesondere ganz unendlich oft Male die Anspielung auf die Endless Eight gab, fand ich das einen guten, lustigen Rausschmeißer hinten raus. Aber das erkennt man eben nur als Kenner des ursprünglichen Franchise. Und ja, deswegen denke ich mal, wenn man eben nicht Kenner dessen ist und diese ganzen Anspielungen und Parodien auf die anderen Serien und Spin-offs und Umsetzungen nicht kennt, dann würde ich wahrscheinlich diese Serie eher mit 3 oder 4 von 10 Punkten, also als schlecht bis sehr schlechte Serie bewerten. Und ich muss sagen, die 6 von 10 Punkten ist eben, wenn ich nach der My-Anime-List-Definition gehe, eben eine nette Serie. Sie ist nice, aber mehr auch nicht. Also es hat mir dann und wann Freude bereitet, eben auf diese Anspielungen zu achten, zu suchen. Haruhi hat eine Menge rausgerissen. Sie ist nun mal einer meiner absoluten Lieblings-weiblichen Hauptcharakterinnen aus dem Original-Franchise und hat auch dafür gesorgt, dass diese Serie, dieses Spin-off zumindest zeitweise doch sehr unterhaltsam war, weil sie, wenn, dann meistens das Heft in die Hand nimmt. Und ja, es war generell schon eine Steigerung auch in der Serie und in der Liebe, die ins Detail und sowas reingesteckt worden ist, zu sehen. Und ich finde es gut, dass die sehr, sagen wir mal, ungewöhnliche Zahl von 16 Episoden gewählt worden ist, was man sonst so nicht kennt. Meistens sind es ja 10 bis 13 oder 22 bis 26 Folgen, also dann immer ein saisonal oder zwei saisonal. Und 16 Folgen wirklich so als dazwischen eher anderthalb saisonale Serie ist eher ungewöhnlich, dann auch gerade Sendeplatzvergabe technisch, was aber dafür zeugt, dass man es nicht versuchen wollte, auf Teufel komm raus, zum Beispiel in 12 Folgen zusammen zu kürzen und das Tempo unnötig groß zu machen. Ich fand ja das Tempo eher manchmal ein bisschen zu langsam. Daher hätte es vielleicht sogar auch mit 12 Folgen gut funktioniert, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass sich da die Direktion schon etwas dabei gedacht hat, dass eben genau dieser Schocker dann kam, als gerade so die Serie ihre höchste Langeweile erreicht hat. Und insofern habe ich da auf jeden Fall Respekt vor, dass das so gemacht worden ist. Aber gerade eben was das Artdesign der Charaktere angeht und generell die Welt des Haruhi-Franchises, war es schön, diesen Ausflug in dieses Spin-off zu unternehmen. Aber ich glaube, ich würde mir doch wünschen, wenn es von den tatsächlichen Light Novels, die ich hier auch irgendwo hinter mir habe, genau, die ich mir auch mal zugelegt habe, ein Light Novel-Set, zumindest der ersten 11 Bände. Ich glaube, seit einer Weile ist ja keiner rausgekommen, weil der Schreiber momentan irgendwie keine Motivation mehr hat oder keine Ideen, wie es weitergehen soll. Aber auf jeden Fall die Light Novel Serie, wenn die noch ein bisschen mehr Umsetzung erfahren würde, wäre es ja schön. Denn was bisher in den zwei Staffeln plus dem Film hier umgesetzt worden ist, vom Original-Franchise und den Light Novels als Anime-Umsetzung, sind gerade mal die ersten, jetzt muss ich lügen, ich glaube, die ersten 4 von diesen 11 Bänden. Das heißt, es ist genug Material theoretisch vorhanden, um
da noch deutlich mehr rauszuholen. Es gibt auf jeden Fall schon mehr Bücher, die eine Umsetzung erfahren könnten. Und eigentlich hatte ich das Gefühl immer, dass auch die Originalumsetzung von Kyoto Animations, müsste ich lügen und nachrecherchieren, aber eigentlich relativ gute Absätze gefunden hat. Und es hat ja nicht umsonst den Haruism und dergleichen, also solche Fan-Subkultur-Bewegungen und dergleichen auch extra ausgelöst. Und na gut, es gab zwischenzeitlich die sehr umstrittene zweite Staffel, die Neuausstrahlung mit den Endless Eight, von der ich persönlich einer der wenigen Fans bin, aber die eben auch viele nicht gut gefunden haben. Aber der Film hatte dann wieder alles rausgemacht. Ich habe ja hier das japanische Set gebraucht gefunden, wo dann der Film entsprechend auch noch mit dran ist. Und der Film ist einer der besten Animationsfilme, die ich bis jetzt gesehen habe, und einer der wenigen, die ich auch mit 10 von 10 Punkten, glaube ich, bei meiner Anime-List bewertet habe. Werde ich vielleicht irgendwann nochmal ein richtiges Movie-Review für machen. Und auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass so nett anzusehen dieses Spin-off The Disappearance of Yuki Nagato-chan war, eben wir doch noch irgendwann mal ein bisschen mehr was von Haruhi zu sehen bekommen. Also eben von diesen Light Novels als Anime-Umsetzung mit Haruhi wieder in der Hauptrolle. Denn auch da gibt es noch eine Menge Fragen, die sicherlich bei den Fans offen geblieben sein sollten. Und es ist eine der Serien, wo ich jahrelang schon jetzt heiß darauf warte, dass irgendwann mal wieder eine neue Anime-Umsetzung kommen sollte. Weswegen ich ja bei diesem Spin-off Nagato Yuki-chan sehr zwiegespalten war im Vorfeld. Ja, letztendlich war es nichts wirklich Aufregendes. Ein nettes Nebengericht. So kann man es ungefähr zusammenfassen. Aber ich würde es nicht empfehlen, Leuten anzuschauen, die eben von dem Original Haruhi Suzumiya noch nie etwas gehört haben und es noch nie gesehen haben. Weil da geht eine Menge verloren, was eben dieses Spin-off auch macht. Und deswegen, wenn ich es Leuten also empfehlen würde, dann wirklich nur denjenigen, die Original Haruhi Suzumiya, die Light Novels, die Kyoto Animation Umsetzungen kennen. Die können, denke ich, mehr aus dieser Serie herausziehen. Ansonsten ist es eine relativ Klischee- und kitschüberladene Highschool-Romance-Slice-of-Life-Serie, die keine besonderen wirklichen Herausstellungsmerkmale hat. Ja, und das ist dann, denke ich mal, ja, mein finales Review von The Disappearance of Nagato Yuki-chan. Vielen Dank bis hierher, dass ihr auch den Reviews eventuell hierher gefolgt seid. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.